Liebe Viertklässler, wir zeigen euch heute ein Video zum Nachbasteln. Dafür braucht ihr Zeitung und Kleister. Zuerst reißt ihr die Zeitung in Streifen. Dann knüllt ihr ein halbes Zeitungsblatt zusammen. Anschließend schmiert ihr Kleister auf die Kugel. Und wickelt Streifen darum, bis es eine glatte Kugel ist. Wenn ihr dies gemacht habt, fertigt ihr auf dieselbe Weise noch eine Kugel an. Und bastelt Ohren, Schnabel und Flügel dazu. Danach klebt ihr die Kugeln aufeinander und Ohren, Schnabel, Flügel ans Gesicht und an den Körper. Eure Eule müsste, wenn sie getrocknet ist, ungefähr so aussehen. Anschließend grundiert ihr das Tier weiß. Nach 3 Stunden Trocknen könnt ihr sie endlich anmalen. So sah unser Ergebnis aus. Und das sind wir!